Ich heiße Rolf Heisel, bin 54 Jahre alt. Ich habe angefangen wie alt war ich denn da? 16, 17, 18 habe ich halt mit Sniffen angefangen, Haschisch geraucht und Kokain gesnifft. Ja, das war halt so die Zeit, da war es halt noch toll gewesen. Jetzt ist es nicht mehr so toll. Jetzt bin ich ja 100 Jahre weiter, das ist schon so reingewachsen, dass ich das brauche irgendwie. Wenn ich das nicht hätte, würde meinem Leben was fehlen. Also, wie als hätte ich schon morgens keinen Kaffee mehr trinken, so ungefähr. Da fehlt mir ein Stück vom Leben. Es ist von. Kennen Sie bestimmt, haben Sie bestimmt schon mal irgendwie gesehen, das Zeug. Das ist ein Ding, da war ich entgiftet gewesen. Und ich bin aus der Entgiftung rausgekommen und dann hat es angefangen. Wenn ich jetzt das aufdrücke würde und die Flüssigkeit, wo da drin hängt, hier irgendwo hier fahren an die Finger kriege, dann fängt es da direkt neu an. Dann kriege ich jetzt die von der Flüssigkeit direkt einen Ausschlag. Genauso ist es hier. Das hat schon den ganzen Körper. Also das ist eine üble Sache. Also wenn ich jetzt da drauf drückt, wird nicht so, es läuft mir das ganze Ding, dann habe ich es auch in der ganzen Hand. Ich habe es am Rücken, ich habe es hier an den Beinen, das ist übel. Das sieht übel aus, aber es geht weg. Sagen wir mal so, das ist so ein Vorläufer von der Krätze, sagt man. Ist es aber nicht. Das haben wir schon alles festgestellt durch Blutentnahme und hin und her. Es ist halt ein Ausschlag und fertig. Der geht auch weg, wie auch immer. Und Leben stimmt. Also, das ist. Das geht jetzt über den ganzen Körper bei mir. So sieht das ganz übel aus. Das habe ich am Kreuz, hier an den Beinen. Das juckt übel. Deshalb haben sie mir die Medikamente gegeben, die den Juckreiz und etwas die ganze Zeit dran rumkratzen und ziehe ich mir die ganze Haut ab. Also das ist eine üble Nebenwirkung, sage ich mal so. Also, so wild ist es nicht, das geht weg und hier habe ich es an den Beinen, am Rücken, hier an der Brust sieht man es auch noch so halbwegs. Also das ist also behandelbar, sagen wir mal so. Und das ist auch halt so wild. Das wird auch mal irgendjemand anders sehen. Ich kriege einen Kumpel von mir, das auch, der hat es gehabt. Wie lange hat er es gehabt? Einen Monat oder so, dann ist es auch weggegangen wieder. So wie es gekommen ist, ist es auch wieder gegangen. Ist halt eine dumme Nebenwirkung oder eine Nebensache dabei. Muss ich auch mitleben, sieht nicht jeder. Ich bin ja besonders, ich renne ja nicht die ganze Sache nackt rum. Passt schon. Ich habe HIV, Hepatitis C, die ist aber weg, die haben wir wegbehandelt. HIV ist halt, kriege ich nicht mehr weg, muss ich mitleben, lebe ich auch damit, passt schon. Jeder andere hat was anderes. Was habe ich noch? Sonst habe ich eigentlich keine großen Schwierigkeiten. Aber wie gesagt, das HIV ist jetzt noch, muss halt auch mein Leben ein bisschen umstellen, meine Nahrung ein bisschen anders. Aber das ist machbar, sage ich mal. Also passt schon, ist halt so insofern machbar. Darf nicht jetzt jeden Tag da Party machen oder so. Ich muss halt ein bisschen vorsichtiger sein mit dem, was ich so trinke. Also Alkohol trinke ich sowieso nicht, das ist nicht mein Ding. Aber da ist es am Leben schon ein bisschen umstellen, weil ich muss halt mein Leben ein bisschen umstellen, der Krankheit, sagen wir mal so, anpassen. Was ist da noch? Ja, ansonsten kann ich leben wie jeder normale Mensch. Ich kann auch 150 Jahre alt werden, wenn es sein muss. Also so wild ist es nicht. Wie gesagt, ich muss halt mein Leben ein bisschen dem HIV anpassen und wird schon, sage ich mal. Da sehen Sie auch, was ich meine. Na. Das sind halt dann die großen Auswirkungen, wie das dann. Wie gesagt, es ist. Krätze ist es nicht. Also der Hautarzt ist ja selber ein bisschen. Wie soll ich sagen?
nicht so ganz im Bilde, was das da jetzt sein soll. Also Krätze ist es auf jeden Fall nicht. Sehen ja, das fällt ja alles ab, wenn ich ab, wie sie rummache. Aber das ist so ein, wie heißt es, so ein Vorläufer irgendwie. Das ist nicht richtig Krätze, das ist aber auch nicht irgendwie, wo man sagen kann, das ist es hundertprozentig. Also der Hautarzt ist auch ein bisschen sprachlos, sage ich mal so. Soll er so in dem Ausmaß, soll er es auch nicht so gesehen oder gemeint.